Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freddys Fernfahrerwoche. Ich befinde mich aktuell im neuen Scania, aber ich sehe gerade auf dem GoPro-Display, so viel wird man nicht sehen. Und zwar helfe ich dem Luca von Live for Trucking, der hat nämlich dringend einen Fahrer gebraucht für 2 Tage. Oder eigentlich noch länger, also ich kann jetzt leider nur 2 Tage. Und jetzt kann ich auch mal hier mit dem neuen Scania fahren. Das passt also perfekt. Und ich werde ein bisschen mit dem Kühler durch die Gegend gondeln im Nahverkehr. Und da konnte ich natürlich nicht Nein sagen. Auf jeden Fall kenne ich mich hier überhaupt nicht aus. Und ich weiß auch gar nicht, ob man jetzt überhaupt was auf der GoPro sieht. Aber ich filme jetzt einfach mal. Ich soll mich hier wie viel Uhr ist es denn? Jetzt um 6 Uhr soll ich mich da melden im Warenausgang oder sowas. Aber das ist so ein Riesenladen hier. Ich weiß gar nicht, ob ich da, beziehungsweise ich muss da erstmal den richtigen Eingang finden. Deswegen fahre ich jetzt gleich einfach mal davor und dann hoffe ich mal, dass da alles klappt. Und ich hoffe auch, dass man überhaupt auf der GoPro was sieht. Der LKW hat jetzt auch hier dieses LED-Licht und die Lichthupe ist richtig geil. Das geht richtig schnell. Aber jetzt gehe ich noch einmal kurz rum und mache eine kleine Abfahrtskontrolle und dann gibt es die ersten Meter im neuen Scania. Ich bin schon gespannt. Ey, das ist so ein krasser LKW. Ich bin jetzt erst 5 Meter gefahren, aber der fährt sich ja sowas von gut. Hammerhart. Und der schaltet. Das habe ich noch nicht erlebt. Zack, 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 zack sind die Gänge drin. Fast wie ein DSG, so schnell ist das. Ich kann es jetzt gleich mal zeigen. Der ist allerdings natürlich noch kalt. Ich will jetzt hier keine Vollgas-Experimente machen. Aber, so, also jetzt 3, 4. Na gut, jetzt hat es nicht so ganz gut geklappt. Aber jetzt 5, 6, 7, 8. Er ist so schnell im Schalten. Das ist ja nicht mehr normal. Brutal. Brutal. Das Fahren mit dem Scania hier richtig Spaß. Also das ist schon wieder auf jeden Fall eine deutliche Verbesserung zum alten Scania R. Wenn ich überlege, den gibt es noch mal eine Nummer größer. Und mit V8, oh, ich glaube, dann wäre der ganz, ganz schön Richtung Lieblings-LKW unterwegs. Kurz 2 Gänge hochgeschaltet. 9, 10. Hammerhart. Hammerhart. Die Lenkung ist auch noch genauso direkt wie beim alten R. Also da merke ich jetzt eigentlich keinen Unterschied. Die Straßenlage ist halt, also liegt wie ein PKW. Mein Nissan Primera liegt nicht besser auf der Straße. Und was halt auch schön ist, ist diese Lichthupe. Achtung! Jetzt ist es hell, jetzt sieht man vielleicht ein bisschen mehr. Ich habe auch ein Haarnetz auf, ja, weil ich war gerade drinnen auf der Toilette. Ich stehe ja beim Kunden an der Rampe, ich muss ja hier was vorholen für das Lager in Memmingen. Und jetzt kann ich mal dieses Geschoss hier von außen zeigen. Also es ist ein R450, habe ich ja schon gesagt, mit LED-Lichter. Den LED-Lichtern oben in der Kabine. Hier hat er leider keine LED-Lichter drin, das gibt es ja auch noch als Option. Und ja, also er fährt sich wirklich sehr gut. Ich mache noch ein extra Video heute Nachmittag, je nachdem, wann ich da heute fertig bin mit Schaffen. Und dann gucken wir mal. Der Kunde hier ist Hammer. Die sind sowas von nett.
Das ist echt, also ich war da drinnen beim Kaffeeautomat, dann kam so ein hohes Tier, habe ich vermutet, aus dem Büro, sagt mir morgen, redet ein bisschen mit mir. Also das habe ich echt schon lange nicht mehr erlebt, so freundliche Kunden. Also die meisten sind schon immer ganz, ganz nett, aber hier ist wirklich nochmal so super nett, könnte man sagen. Man muss auch nicht laden, also die machen das alles. Und ich glaube, ich werde ziemlich schwer, so wie das aussieht. Das sind so Kunststoffrollen, die ich da bekomme. Ja. Und was natürlich auch noch fehlt, sind hier die LED-Rücklichter. Aber gut, ist halt ein Miet-LKW. Da kann man nicht alles haben. Da wäre der innen fast alles, was man sich so wünscht. Also wir haben hier dieses große Navi hier, großer Bordcomputer. Oder nee, großes Navi, ja. Und hier noch den großen Bordcomputer, so rum. Da, wo ist jetzt der Schlüssel? Hier. Und dieses Ding ist sowas von geil. Also es ist echt, allein schon hier, wie das sich alles aufbaut und so. Und dann kann man hier durchgehen und wie das die Menüs ändert und so. Ist einfach krass. Einfach krass gut gemacht. Ich habe geladen. Die haben hier erst um 8 Uhr angefangen. Ich war aber schon um halb 7 war ich hier. War also etwas ganz leicht zu früh. Da habe ich noch ein bisschen gepennt vorhin. Jetzt habe ich auch einigermaßen Gewicht drauf. Oh, der fährt sich so geil. Oh. Muss jetzt mal richtig schaffen, hier die 450 Pferde. Aber der hat auch erst 17.000 Kilometer. Das heißt, er kann dann durchaus noch, wenn er dann mal richtig eingefahren ist, kann dann durchaus auch noch mal mehr gehen. Und was ich gerade gemerkt habe, wenn du, ich glaube, unter 30 fährst oder so, dann bremst er gar nicht mehr mit dem Retarder. Also beim alten Scania, der hat, glaube ich, erst ab 20 km ausgemacht, aber der hier bremst dann nur noch mit der Motorbremse. Das hört man nämlich, also wenn ich jetzt hier ziehe. Ja, das ist alles kein Retarder mehr, nur noch Motorbremse. Das macht das Ganze ein bisschen smoother, weil der oft, der Retarder oft, wenn man langsam fährt und den relativ stark eingestellt hat, dann geht oft die Dings an die, na, wie heißt hier, nicht ABS, sondern die Traktionskontrolle, und dann schaltet die den Retarder nämlich wieder aus. Bringt also gar nicht so viel. Aber jetzt guck mal, wie schnell der schaltet. 8. 9. Hammer. Hammerhart, hey. Mit dem ZF-Getriebe da im DAF, da braucht es 100 Jahre länger. Aber genug gelästert. Der kostet natürlich auch mehr als ein DAF. Das muss man auch immer sehen. Boah, wie schnell der schaltet. Krass. Ey. Ja, egal. Ich habe genug. Ich schwärme zu viel. Ich weiß. Ich schwärme zu viel. Ich habe heute so richtig viel Abwechslung. Ich fahre jetzt noch mal die gleiche Tour. Also ich fahre jetzt wieder da runter, die 20 Minuten, dann lade ich wieder den Auflieger, fahre wieder hierher und ich vermute mal, ich stelle dann wieder eine Rampe. Und dann mal gucken, ob ich dann was anderes mache. Oder ob ich den ganzen Tag jetzt da runter und wieder hochfahre. Wer weiß. Weiter im Text geht es hier beim Nahverkehrsfahrer. Ich fahre jetzt wieder 30 Kilometer zu einem Kunde, dann lade ich den Auflieger wieder komplett voll, bringe ihn wieder zurück, stelle an die Rampe, dann habe ich erstmal Feierabend. Also ich werde dann so, jetzt ist 13 Uhr, bin ich dort, dann schätze ich mal eine halbe Stunde laden, je nachdem wie schnell es geht. 14 Uhr, ja, da habe ich so um 15, 16 Uhr, sollte ich Feierabend haben. Und für morgen habe ich die Tour dann auch schon bekommen, da muss ich mir allerdings noch die Anweisung holen. Da habe ich 2 oder 3 Abladestellen bei Einzelhändlern, also Lebensmitteldiscounter halt. Erster Termin 5.30 Uhr, das heißt, ich werde so richtig schön früh losfahren dürfen. Aber dann ist wenigstens mal ein kleines Stückchen zu fahren und nicht immer nur so um den Kirchturm rum. Aber ich meine, so früh Feierabend ist auch nicht schlecht. Mir bringt es zwar nicht ganz so viel, weil ich nicht nach Hause fahren kann. Also ich könnte schon, aber von Memmingen bis zu mir sind es 150 Kilometer.
Und ja, das rentiert sich einfach nicht, weil dann muss ich ja vor allem auch morgen früh bei mir zu Hause so früh losfahren, dass ich da noch halbwegs pünktlich hier bin. Der Scania hat zwar kein V8, aber der Kühlschrank hat einen V8. Alter, der Sound. Ich habe mich gerade gewundert, was hier so brummt, weil es total laut gewesen ist. Und dann war es der Kühlschrank. Ich weiß jetzt nicht, ob das auf der GoPro so laut rüberkommt, aber naja. Dabei ist es gar nicht so kalt eingestellt. Ich habe jetzt hier, was, 31 Stunden? Hä? Temperatur will ich sehen. 7 Grad eingestellt. Ballert wie ein V8. Der Kühlschrank hat eine Klappe. Der Luca sucht übrigens für diese Touren hier noch einen Fahrer. Also wer da Interesse hätte und idealerweise in Memmingen wohnt oder im Raum Memmingen, weil man ja jeden Abend zu Hause ist oder jeden Nachmittag halt, je nachdem wie es halt läuft. So an sich für Nahverkehr echt entspannt. Ich habe nämlich bis jetzt nur blöde Arbeit gehabt im Nahverkehr, also mit so 5000 Kunden und Abladen und Aufladen, den ganzen Tag Hektik und Stress. Und da ist es hier bis jetzt zumindest doch ganz entspannt. Und normalerweise hat man mit dem Trockengeschäft hier gar nichts zu tun, sondern der Luca hat die Kühler immer, also nur Kühler laufen hier. Und dann macht man praktisch schon das, was ich dann morgen mache. Also das seht ihr dann und dann könnt ihr euch das ja mal angucken, die da Interesse haben. Und dann könnt ihr ja gucken, ob das was für euch wäre oder nicht. Und ich weiß, dass es ganz gutes Geld gibt. Also ist für den Nahverkehr schon ziemlich gut. Es ist 22 Uhr. Ich habe geschlafen und bin jetzt gerade aufgewacht. Bin jetzt hier wieder völlig gegen den Biorhythmus. Für mich wäre es eigentlich besser, ich fahre jetzt los und fahre dann bis zu dem Kunden, lege mich da ins Bett, stehe um 5 Uhr wieder auf, lade aus, also zum Termin halt. Aber kann ich nicht, wegen Digitacho, weil Digitacho sagt, du musst machen eine Pause, kannst erst um 1 Uhr losfahren, weil dann bist du ja fit und ausgeschlafen. Ja, und das ist jetzt halt das Problem, ich werde wahrscheinlich um 11 oder so, wenn ich Glück habe, nochmal einschlafen und dann um 1 Uhr aufstehen, um 2 Uhr aufstehen. Ja, und da, ob ich dann fitter und ausgeruhter bin als jetzt, das wage ich mal zu bezweifeln, weil momentan bin ich echt fit wie ein Turnschuh. Ich könnte sofort loslegen und fahren, aber ich darf halt nicht. Und von dem her wäre in manchen Situationen das schon angenehmer, wenn man das Ganze ein bisschen flexibler machen könnte. Aber ich habe jetzt auch keine Idee, wie man das jetzt so lösen könnte, dass man dann bei anderen Firmen nicht ausgebeutet wird oder so, ja. Weil ich meine, wenn es überhaupt keine Regelung gibt, das wird ja auch nicht funktionieren. Da wird es dann Firmen geben, da müsste man dann immer fahren, ja, auf Teufel komm raus fahren und immer mit Termin. Und ja, also weiß ich nicht. Auf der einen Seite ist es schon gut, dass es den Tacho gibt, auf der anderen Seite ist es aber auch in den Situationen wie jetzt halt auch kacke, ne? Weil ich meine, nachher werde ich auf jeden Fall müder sein als jetzt, da bin ich mir zu 90% sicher. Und ja, eigentlich wäre es besser gewesen, ich wäre um 8 ins Bett und wäre dann, oder sagen wir mal, wenn ich um 8 ins Bett gehe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich bis um 1 Uhr schlaf oder bis um 2 Uhr schlaf, größer als wenn ich um 17 Uhr ins Bett gehe oder um 18 Uhr wie heute. Aber ich war so fertig, ich war so müde, ich bin fast auf dem Sitz eingeschlafen und dann habe ich gedacht, komm, jetzt lege ich mich halt doch hin. Ja. Ob es jetzt die richtige Entscheidung war, ich glaube nicht. Aber jetzt bin ich auf jeden Fall wach. Jetzt gucke ich mal, was ich mache. Vielleicht gehe ich eine Runde spazieren oder so, keine Ahnung. Dass ich wieder müde werde. Weil irgendwie muss ich die Zeit ja noch rumkriegen, ne? Deswegen waren vielleicht auch die Zeiten mit Tacho-Scheibe vielleicht gar nicht mal so schlecht. Weil da konnte man sich das irgendwie doch noch ein bisschen... Ich habe das ja nie erlebt. Ich bin ja nur mit Karte gefahren. Und die passt ja auch. Also wenn ich mit der Plan unterwegs bin, dann bin ich echt zufrieden mit den Zeiten und sowas. Aber für diese Nachtarbeit oder das, was ich jetzt hier gerade beim Luca mache, da ist es einfach angenehmer, wenn man das ein bisschen sich flexibler gestalten könnte. Ja, aber gut. Ich meine, eigentlich wäre ich jetzt ja auch zu Hause. Da geht man ja dann sowieso nicht um 18 Uhr ins Bett. Ja, ich bin ja nur im LKW, weil sich für mich halt nicht rentiert, heimzufahren. Naja, jetzt mal gucken. Ich hoffe, man sieht einigermaßen was. Ich bin jetzt hier top ausgeruht und fahr los. Nein, also ich bin wirklich einigermaßen fit. Aber es wäre natürlich trotzdem schöner, ich hätte um 10 Uhr losfahren dürfen oder können. Naja, jetzt gucke ich mal, dass ich hier den Auflieger bekomme. Ich hoffe, das klappt jetzt alles. Ist ja wieder das erste Mal. Der Luca hat es selber hier noch nicht gefahren. Und ich muss jetzt hier noch einmal kurz dieses geile LED-Licht ausprobieren.
gerade. Es ist so krass. Es ist einfach taghell da vorne. Und ich muss mich angurten. Also jetzt mal gucken, ob das alles hier klappt und ob ich meinen Auflieger finde, etc. pp. Auflieger gefunden und bin jetzt auf dem Weg da zur ersten Abladestelle. Ich hoffe, ich habe alles richtig gemacht. Das war alles relativ neu für mich und mir konnte es auch keiner so richtig erklären, wie das Ganze abläuft, weil der Luca selber noch nicht gemacht hat und die Leute im Büro, naja, die sind halt auch im Stress. Ich habe dann schon nachgefragt, aber irgendwie habe ich da keine so richtige Antwort bekommen. Und ja, jetzt fahre ich da zur Abladestelle. Papiere und sowas habe ich auf jeden Fall alles dabei, nur ob das so, ob ich da im Büro alles korrekt Hey! Toll. Warum wird's jetzt rot? Wegen dem da, oder was? Ah, okay. Klingt logisch. Naja, auf jeden Fall bin ich um 4.30 Uhr jetzt beim ersten Kunden. 6 Uhr ist eigentlich Termin, das heißt anderthalb Stunden zu früh. Aber ich kenne ja das Programm von heute Nachmittag oder von heute Mittag und es ist relativ entspannt. Das heißt, die Schichtzeit ist nicht ganz so wichtig. Und deswegen habe ich gedacht, jetzt fahre ich einfach los. Vielleicht kann ich ja auch schon früher abladen und wenn nicht, dann kann ich da anderthalb Stunden schlafen. Ist auch okay. Langsam werde ich hier müde, aber ich habe es jetzt auch gleich geschafft. 4.23 Uhr. Oh, boah. Ich habe vorhin mit dem Sascha vernünftig telefoniert. Der hat mir ein bisschen geholfen. Der ist es ja gewöhnt, solche Arbeitszeiten. Für mich ist es ja vollkommen neu. Jetzt ist hier wieder so eine Ampel. Mitten in der Nacht, einfach rot. Ich kann gleich stehen bleiben. Juhu! Grün, grün, grün. Komm schon. Grün. Jetzt wird's für die Linksabbieger, die dürfen jetzt fahren. Oh, da ist doch nie mal jemand da. Es ist wieder so typisch. So, jetzt gleich. Grün. Grün. Danke. Jetzt stelle ich mich einfach da hin. Ist mir jetzt egal. Meine Güte, was ist denn hier los? Der kann ja gar nichts mehr, der Junge. So, jetzt aber.
Ich habe nicht gesehen, dass rechts auch eine Linie ist. Ich dachte, die haben nur links eine hingemalt. Jetzt sieht das Ganze doch relativ vernünftig aus. Relativ. Muss ich nur das Standlicht anlassen, weil der Kühler hat ja so eine Beleuchtung und damit man da auch was sieht. Ach, das ist wieder hier eine wahre Freude. Und die reden immer mit dir, als ob du ein Stück Scheiße bist. Das kotzt mich richtig an. Ich bin jetzt an die falsche Rampe gefahren. Ich habe ihn extra gefragt. Rampe 8. Er sagt, ja, Rampe 8. Rampe 8. Ich so, ja gut, okay, fahre ich halt an 8. Dann gehe ich wieder da rein, kommt er an, was machst du da hinten? Was machst du da hinten? Ich habe gesagt, Rampe 8. Da steht er, der Hund. So, wo ist jetzt dieses scheiß A, D, B, C? Oh, es ist ein... Ist das ein Scheiß? Ist das ein Scheiß? Ist schon wieder vorbeigefahren, oder was? B, ach ja, das ist A. Alles klar, alles klar. Da ist A. Ja, nee, und mich ärgert ja nicht, dass er das nicht richtig ausgesprochen hat, sondern mich ärgert, dass er mit mir redet, als ob ich der größte Idiot auf der Welt bin. Das nervt mich einfach sowas. Man kann es doch auch einfach ganz normal sagen. Nein, da wirst du gleich angeschnauzt. Dumm angemacht. Ach, echt. Ich würde gern so kotzen. Ich würde gern so ausrasten. Aber darf ich leider nicht im Internet. So, nach dem Theater da heute Morgen war das hier wieder deutlich angenehmer. Ah, ich muss den Kühler noch ausmachen. Das habe ich jetzt ganz vergessen. Jetzt fahre ich leer wieder zurück, muss noch die Paletten abgeben und dann ist Feierabend. Also um 12 sagt mein Navi, bin ich jetzt in Memmingen da beim Palettenrückgabeort und dann hoffe ich mal, dass das schnell geht. Die Ausfahrt hier ist auch richtig toll. Ich sehe nämlich original nichts nach rechts.